Wie geht man eigentlich damit um, wenn man sehr, sehr viele Positionen im Depot hat? Ich bin's, der Jens von Optionsstrategien TV, und heute sprechen wir über genau dieses Thema. Also, ich habe extra nochmal nachgeschaut in meinen Trading-Konten, also die, die wirklich aktiv gehandelt werden, in meinen Trading-Optionskonten aktuell 37 verschiedene Positionen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, wow, 37 Positionen, wie kann man die denn handeln? Und diese Positionen verteilen sich auch über ganz, ganz viele verschiedene Strategien. Nämlich, wir haben hier unser Wochensystem, das BPDM, ich habe Aktienoptionen, ich habe Strangles, ich habe Short-Future-Optionen, also Short-Puts, Short-Calls, also eine ganze Menge an verschiedenen Positionen. Und wie ist es denn jetzt möglich, dass sich diese 37 Positionen, und manchmal können es auch 45 sein, ich habe glaube ich auch schon mal 50 gehabt zur gleichen Zeit, manchmal sind es auch bloß 10, aber wie kann man denn so eine große Anzahl von Optionen vernünftig handeln? Und der Weg, um das machen zu können, ist im Grunde genommen ganz einfach. Und zwar steht da schon hier KISS. Und das hat jetzt ausnahmsweise nichts mit dem Kuss zu tun, also, sondern mit der englischen Übersetzung, nein, oder mit der deutschen Übersetzung, sondern das ist ein Prinzip, und dieses System, Prinzip kommt aus dem Englischen und heißt Keep it simple, stupid. Einfach übersetzt, mach es dir so einfach wie möglich. Also so nach dem Motto, dass es jeder Dumme auch kapiert. Okay, jetzt wollen wir das nicht übertreiben mit solchen Wörtern, aber genau das ist der Schritt, wenn man erfolgreich traden will, dass man das Ganze einfach handhabt. 37 Positionen, 40 Positionen, 50 Positionen kann man nicht handeln, wenn man es kompliziert macht, wenn man jede einzelne Position kompliziert macht, sondern wir müssen es mechanisch machen. Wir müssen wissen, was passiert mit jeder einzelnen Position, wie können wir die handeln. Und ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben, auf die wir da unter anderem achten müssen. So, und zwar, das sind insgesamt 5 Stück. Ganz, ganz einfach. Nummer 1. Wir müssen wissen, oder wir müssen von vornherein festlegen, welche Märkte handle ich. Das heißt also, wenn ich als Trader meine Nische gefunden habe, bei mir ist das eben der Optionshandel, bei dem anderen ist das von mir aus Forex oder irgendwas anderes, dann muss klar sein, was tue ich. Also man kann jetzt nicht sagen, ich als Optionshändler handle jetzt immer Optionen und jetzt plötzlich sehe ich eine tolle Gelegenheit im Forex-Markt, jetzt mache ich auch mal noch was im Forex mit. Und jetzt sehe ich plötzlich noch was Tolles in dem Rohstoff und sage, ah, jetzt handle ich mal noch ein Future Spread. Und plötzlich sehe ich noch, aha, hier ist eine Kapitalherabsetzung irgendeiner Firma, da mache ich noch den Bezugsrechtehandel mit. Also das wird nichts funktionieren, sondern wir müssen uns auf eine Nische beschränken, auf bestimmte Märkte beschränken, die wir dann einfach mit der Zeit sehr, sehr gut kennen. Und bei mir ist es eben so, dass ich sage, okay, es gibt ungefähr so 20 Future-Optionsmärkte, die ich handle, und dazu eben noch die amerikanischen Aktienmärkte. Und die eben dann gescannt, noch ein paar, da bleiben am Ende vielleicht 50 Aktien übrig, die ich letztendlich immer permanent handle, beziehungsweise deren Optionen und nicht mehr. Also das Nummer 1, wir müssen unseren Markt eingrenzen, wir müssen ganz genau wissen, welche Märkte wir handeln und dürfen jetzt nicht hin und her schauen. So, Punkt Nummer 2, wir müssen ganz klare Strategien haben. Das heißt, wir müssen wissen, was wir im Markt machen. Und da ist es jetzt eigentlich nicht so wichtig, ob ich eine Strategie handle oder fünf oder, aber es dürfen eben jetzt nicht 20 verschiedene Strategien sein. Das kann keiner mehr privat überblicken. Wir müssen immer daran denken, wir sind keine Institution, wir sind kein Trading-House, sondern wir sind private Trader. Also müssen wir unsere Strategien auf so ein paar Kernstrategien eingrenzen. Und da gibt es eben für jeden etwas, wo er sagt, das ist für mich genau die richtige Strategie. Bei mir sind es ungefähr 5, 6, die ich permanent handle. Und da gibt es noch so 2, 3 Sonderstrategien, wenn irgendwas Besonderes im Markt eben passiert. Der nächste Punkt ist, und jetzt kommen wir in das Mechanische hinein, was extrem wichtig ist, um eine Vielzahl von Positionen handeln zu können. Nummer 1. Du musst wissen, wie sieht mein Einstieg aus oder wie sieht dein Einstieg aus? Da darf es keine Überlegung geben. Der Einstieg muss vollkommen mechanisch erfolgen. Das heißt, du musst eben ein Setup vorliegen haben. Machen wir es mal bei Optionen. Ein bestimmtes Signal. Stimmt die Volatilität? Stimmt die Optionsprämie? Stimmt der Abstand zum aktuellen Preis? Und stimmt die Laufzeit? Wenn das gegeben ist, zack, draufdrücken, Option wird verkauft. Ganz, ganz simpel. Also das sind so Dinge, die musst du in 30 Sekunden herbeten können, wenn du da 5 Seiten erzählen musst oder 5 Seiten aufschreiben musst, wie dein Einstieg funktioniert.
dann ist es schon viel zu kompliziert. Das wird nie und nimmer in der Regel oder in der Praxis funktionieren. Nächster Punkt ist, was, wenn es nicht so läuft wie gedacht? Wenn es so läuft wie gedacht, musst du dich nicht kümmern, ne? Dann ist es relativ einfach. Aber wenn du eine Vielzahl von Positionen hast, dann werden immer auch Positionen dabei sein, die nicht so funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast. Also du hast den Call verkauft und der Preis läuft eben nicht nach unten, sondern er läuft nach oben. Du hast den Put verkauft und natürlich, was macht der Preis? Er läuft gegen den Put. Und an so einer Stelle musst du vollkommen mechanisch agieren. Das heißt, du musst dein Adjustierungsregelwerk, das musst du im Kopf haben und das muss einfach sein. Dann darfst du nicht überlegen, jetzt könnte ich ja mal das machen, jetzt rolle ich vielleicht mal oder hier hedge ich mal mit einer Aktie dagegen oder hier gehe ich mal komplett raus, sondern du musst ein klares Regelwerk haben. Und dieses klare Regelwerk musst du einfach immer wieder anwenden. Das heißt, du guckst auf deine Positionen, siehst, diese Position ist an einem bestimmten Punkt, die läuft mir hier aus dem Ruder und deswegen mache ich jetzt das. Schluss. Ganz, ganz einfach, ganz, ganz simpel. Und der letzte Punkt, auch dein Ausstieg muss absolut mechanisch sein. Das heißt, das ist natürlich beim Optionsverkauf relativ einfach, weil wir ja sagen können, okay, es gibt einen maximalen Verlust, wo wir aussteigen, oder es gibt einen maximalen Gewinn, wo wir aussteigen. Der Gewinn ist ja eh begrenzt durch die Prämienhöhe, die wir haben, aber eben durch eine Limit-Rückkauf-Order haben wir das in der Regel sehr, sehr einfach gehandhabt. So, und das ist eben der Punkt, worauf du achten musst. Du musst wirklich dein Trading absolut mechanisch ablaufen lassen. Und ich höre es immer wieder von Coaching-Teilnehmern, die dann sagen, ich konnte mir das am Anfang nicht vorstellen, aber mittlerweile brauche ich wirklich bloß ein paar Minuten am Tag, um meine Positionen zu übermachen. Warum? Weil wenn etwas nicht so ist, wie es sein soll, agiere ich absolut mechanisch. Und das ist natürlich nicht gleich von der ersten Minute an machbar. Du musst das lernen, du musst in die Märkte reinkommen, du musst deine Strategien verstehen. Aber im Laufe der Zeit muss es definitiv unser Ziel sein, dass wir sagen, alles, was ich mit Trading abwickle, muss komplett mechanisch ablaufen. Da darf ich also keine großen Überlegungen anstellen. Und wenn ich dann manchmal die Regelwerke von Leuten sehe, die dann auf 20, 30, 40 Seiten aufgelistet sind, kann ich euch schon jetzt sagen, dass das in der Regel auf Dauer nicht funktionieren wird. So ein Regelwerk für einen Trade, den müsst ihr auf eine DIN A4-Seite schreiben können. Und jetzt nicht ganz hier ganz kleine Zeilen und keinen Zeilenabstand, sondern handschriftlich maximal eine DIN A4-Seite. Mehr muss es nicht sein. Also beispielsweise, ich verkaufe nur Future-Optionen, ich nehme ein Trendfolgesystem als Einstiegssignal, ich verkaufe Delta 10, ich möchte mindestens $200 Prämie haben und ich verkaufe immer eine Laufzeit zwischen 60 und 90 Tagen. So, Einstieg. Wenn die Option gegen mich läuft, verkaufe ich bei 50% Minus eine Gegenposition, bei 100% Minus rolle ich dann den gesamten Strangle. Ich kaufe bei 20% Restwert zurück, das war's. Das ganze Handelssystem, das müssen die Grundzüge sein. Das weiß ein Handelssystem, ihr könnt viele andere nehmen. Ne? Aber so muss es im Grunde genommen laufen, vollkommen mechanisch und immer wiederkehren. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr aufreizend, das ist auch jetzt nicht viel Action, da kann man jetzt auch keinen stundenlangen Film draus drehen, aber so funktioniert Trading, so funktioniert Geld verdienen und das ist doch, worum es uns geht. Denkt immer dran, gerade beim Optionsverkauf, ihr kennt den Spruch, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Wir sehen uns wieder hier auf diesem Kanal beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Servus, bye bye.